Am Montagnachmittag kollidierte ein führerloses Pferdegespann auf der Landesstraße 594 bei Leimen mit einem in Richtung Nussloch fahrenden 49-jährigen Autofahrer. Während eines der beiden Pferde derart schwere Verletzungen erlitten hatte, sodass es von einem Polizeibeamten mit einem Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden musste, trabte das zweite Pferd in Richtung Leimen davon und konnte aber wenig später eingefangen werden. Der verletzte Autofahrer wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Der Besitzer des Fuhrwerks hatte kurz nach 13 Uhr im Gewand Schreinerbündel Dung von der Ladefläche des Anhängers abgeladen. Die beiden Pferde sind dann aus bislang unbekannten Gründen plötzlich durchgegangen und führerlos in Richtung Landesstraße 594 davongaloppiert, wo sie kurze Zeit später mit dem Auto zusammenstießen. Die Feuerwehr Leimen war mit 12 Mann zur Absicherung der Unfallstelle im Einsatz. Der Verkehr wurde einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.